Hej och välkommen till ett nytt serie av Weinkanzlei. Ska hälsa på er hela världen och heja, och jag hoppas ni är väl och mår bra. Att ni har inte så mycket stress och inte så mycket karantänskit, tycker jag. Das war mein Schwedisch zum Anfangen. Wir werden jetzt gleich Schwedisch weitermachen, weil wir werden heute einen Riesling probieren vom Urban Stargard. Und der Urban Stargard ist halb Schwede, halb Österreicher. Und so sind wir auch damals zusammengekommen. Und seitdem habe ich den immer auf dem Schirm und habe seine Weine immer gerne getrunken und werde sie auch immer Weine weiter trinken. Er ist genauso wie ich ein Riesling-Fanat. Er macht sie gern, ich trinke sie gern. Das finde ich eine super Kombination, wo man das machen kann. Und den stellen wir euch jetzt mal vor und verkosten wir gemeinsam. Also, Riesling, 100% trocken ausgebaut, aus der Pfaffenberglage. Die Pfaffenberglage ist eine Lage, die grenzt gleich an die Wachau, Richtung Kremstal rein. Es gibt mehrere Winzer drauf, aber die meisten haben eigentlich grüne Veltliner drauf. Der Urban hat eben Riesling drauf. Und und ist eine Lage, die hat einen Urgesteinsboden, also mit 8 verschiedenen Gesteinsböden drin, geschichtet, glaube ich, soweit ich weiß, und eine kleine Lössauflage obendrauf. Er hat auch noch viele verschiedene Lagen, also er hat auch einen steilen Hund, steilen Schreck, Danzern, Kögel, Kreuzberg und so weiter. Also da hat er dann alle Rieslinge separat und da kann man das auch mal durchverkosten und gleich mal rausschmecken, warum, wie die Böden unterschiedlich schmecken. Das finde ich ein total spannendes Thema bei ihm. Das kann man echt machen, weil jeder Wein wirklich den Boden reflektiert ein bisschen. Ja. Urban Stargard macht seine Weine immer spontan vergoren. Es kommt nie Reinzuchthefe rein oder irgendeine Zuchthefe. Und er macht auch immer ein paar Trauben rein in die Gärung, damit sie dann aufplatzen und ein bisschen Frucht rausbringen. Der Pfaffenberg ist eine durch die Urgesteinslage oder Boden ein sehr würziger Wein normalerweise immer und mit viel Geschmack in die Kräuterlichkeit rein, Würzigkeit und so weiter und so fort. Die Farbe ist sehr goldgelb, finde ich ganz toll. Merkt man auch, dass einfach sehr reife Trauben bzw. langer Kontakt da war. Er hat 13,5 Alkohol, aber ja, riecht man nicht wirklich raus, nur ein bisschen, ganz dezent. Die ist sehr würzig im Geruch schon. In der ersten Nase war es sehr würzig, sehr geschmackvoll. Reife Pfirsich, reife Marille, goldene Apfel. Aber diese Würzigkeiten, dieses Gestein, das riecht man wirklich raus. Das ist wirklich intensiv, wenn man beim Riesling. Und der Riesling ist sowieso eine Rebsorte, wo das gerne reflektiert, die Boden, wo er herkommt. Und auch das Klima, wo er herkommt. Weil das Klima ist sehr, ist natürlich auch kühl, aber es ist sehr, sehr, sehr sauberes Material. Es ist auch keine Botrytis oder irgendwelche anderen Benzin. Das Einzige ist natürlich das Petroleum. Das riecht man natürlich schon raus. Gell? Beim Riesling riechst du immer dieses Petroleumnoten raus. Das ist so. Aber Riesling ohne Petroleumnoten war kein Riesling. Ja. Ja, mega. Echt cool. Super schöner Riesling. Trocken, fruchtig, Säure, bisschen Alkohol, super Balance. Er hat ein Medium Säure, Medium Körper, Medium Frucht, viel Geschmack, aber auch animierend und lang. Und jetzt kommt so hinten raus so ein bisschen das Trockene. Und das Trockene, das animiert so. Da könnte man jetzt noch einen Schluck trinken. Das wäre jetzt echt toll. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Das ist sehr, sehr rund, das ist sehr balanciert, sehr naturell ausgebaut. Also es ist jetzt nicht so, dass es verschönert oder so. Das schmeckt mir einfach raus. Und das ist so würzig Geschmack. Das ist richtig gut. Jetzt kommt so ein bisschen in die Nase auch so ein bisschen Lavendel, ein bisschen Jasmin raus. So würzig. Ja, das ist einfach cool. Das macht einfach Spaß. Da kann man auch immer wieder dran riechen und immer wieder dran schmecken. Und immer wieder, es ist so animierend. Das macht einfach Spaß im Glas. Viel Freude. Das ist rund. Das gibt ein bisschen zum Nachdenken, das macht einfach Spaß, das finde ich wirklich gut und kann sich wirklich definitiv mit anderen Rieslingen definitiv im Glas zeigen lassen. Also ich finde es gut. Der Urban schaut auch immer ein bisschen so, was machen die in Deutschland draußen. Er mag es auch so in die kühle Stilistik rein, das ist auch so mein Ding.
Also wenn du jetzt einen fetten Riesling haben willst mit viel Power und Druck und was weiß ich noch alles, dann bist du da Feuerstrahl. Also da muss man einfach so diese kühle, leichteren, schönen Rieslinge gerne mögen. Und das macht der Urban einfach sehr, sehr gut, diese Richtung auch zu behalten. Sind auch meistens auch trocken. Er hat auch einen halbtrockenen Riesling, das ist der Rocken Riesling heißt der. Der ist auch ganz schön, ist mit ein bisschen Restsüße drin. Macht auch vielen Leuten sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, dass da auch so in ein paar Jahren so ein ganz dezenter Leitertrend wieder hingeht, dass man wieder so halbtrockene, also so mit ein bisschen Restsüße Weine haben werden. Ob das Riesling ist oder Neuburger ist oder irgendwelche anderen Rebsorten, finde ich das trotzdem sehr, sehr spannend. Nee, also die Weine sind ganz toll. Ich mag seine Rieslinge sehr, sehr gern. Ich werde sie auch immer weiter. Ich habe auch ein paar im Keller, habe auch schon das eine oder andere mal getrunken und so. Also das macht auch richtig Spaß. Und das ist 17er Jahrgang. Der 17er Jahrgang war, glaube ich, also ein kühleres Jahr oder ein sehr klassisches Jahr. Am besten wird der sein in 5 Jahren. In 5 Jahren wird das eine richtig geile Geschichte sein. Und ja, 5 Jahren, 5, 6 Jahren, 7 Jahren wird es richtig Spaß machen, weil es dann rund ist, weil dann die Säure ausgeglichen ist, weil der Wein balanciert ist und dann die Würzigkeit noch besser durchkommt und da ist das Ganze dann noch ein bisschen mehr Druck hat, ein bisschen mehr Power auch hat. Ja, aber es ist ein ganz toller Speisenbegleiter auch zu irgendeinem gegrillten Fisch mit ein bisschen Zitronensauce drin oder mit Zitrone drauf. So Forelle Müllerin könnt ihr mir super vorstellen mit diesem Butter drauf, mit diesem Fett, da wo die Säure durch das Fett durchbricht, kann ich mir super gut vorstellen. Bei dem könnt ihr mir auch vorstellen, vielleicht einfach nur ein bisschen Jausen, ein bisschen rauchiger Speck, so ein bisschen Jausen quasi mit dem Käse. Käsesorten würde ich dazu essen, wahrscheinlich ein bisschen mehr Camembert, ein bisschen mehr Brie, vielleicht sogar noch ein bisschen leichter in die Richtung Ziegenfrischkäse auch so in die Richtung rein, ein bisschen Marmelade und dazu so Quittenmarmelade oder so Apfelmarmelade war das oder so. Ja, sowas wird dann richtig Bombe. Da gibt es diesen Ziegenkäse, wo so Pyramide mit so Kräutern drauf, das wird richtig, richtig gut passen, glaube ich. Oder man kann es einfach auch nur so denken. Man muss auch nicht unbedingt dazu was essen, wie ich. Ja, in diesem Sinne, Skål und hey da!